Moin Moin und hallo. Heute wollen wir mal die Hinterachse unseres Audi A4 oder S4 Avant anheben, um darunter zu Wir arbeiten. sitzen im Fahrzeug. Ganz wichtig ist, dass wir die Feststellbremse anlegen, sprich einmal hier dran ziehen. Und zweite Option ist, erster Gang einlegen, dabei die Kupplung treten, wenn ihr ein Schaltgetriebe habt. Wenn ihr ein Automatik habt, dann geht ihr hin und geht in die P-Stellung. Dann ist nämlich euer Fahrzeug schon mal gegen Wegrollen gesichert im ersten Schritt. Dann heißt es Hinterachse bzw. Vorderachse stilllegen. Wenn ihr also vorne arbeitet, die Hinterachse sichern. Wenn ihr hinten arbeitet, die Vorderachse sichern. Und das machen wir, indem wir einen Unterstellbock oder einen Zurückrollbock unter den Reifen legen, damit das Fahrzeug nicht zurückrollen kann. Wir befinden uns jetzt hinter dem Fahrzeug, von der Seite natürlich hinter dem Fahrzeug, und haben vorne an der Vorderachse auf der rechten gegenüberliegenden Seite die Sicherung dran gesetzt. Das Fahrzeug ist gegen Wegrollen gesichert und jetzt können wir es gefahrlos anheben. Dazu gibt es spezielle Anhebepunkte. Wir gehen vor den Hinterreifen circa, was ist das, 20, 25 cm nach vorne. Dann sehen wir einen Bereich, der ausgespart ist. Also sprich, davor und dahinter gibt es so Gummilippchen. Dort setzen wir nicht an. Wir setzen an den Extrapunkten, wo der Wagenheber drunter kann, an. Wir fahren jetzt mit dem Wagenheber gerade drunter und bewegen uns nun gerade darauf zu, dass wir ihn gerade darauf einstellen können. Gerade, weil der Wagenheber beim Anheben etwas nach vorne laufen möchte. Und das sollten wir ihm auch gönnen, denn ansonsten könnte es sein, dass das Fahrzeug dann eindreht. Wenn wir das oder diesen Kontakt hergestellt haben, schauen wir nochmal, ob wir auch wirklich drunter sitzen. Am besten benutzt ihr einen Puck. Wenn ihr keinen Puck haben solltet, ist das auch nicht schlimm, denn auch eine Hebebühne zum Beispiel hat keinen speziellen Puck unbedingt. Dann könnt ihr auch so ansetzen. Jetzt können wir das Fahrzeug demzufolge nach oben bewegen, indem wir den Wagenheber pumpen. Immer zwischendurch noch schauen, ob alles schön reinläuft, sprich der Wagenheber sich nach innen bewegt. Wenn ihr einen Scherenwagenheber benutzt, müsstet ihr jetzt kurbeln. Beim Kurbeln darauf achten, dass der Wagenheber parallel drunter steht zum Holm. Und jetzt heben wir das Fahrzeug so weit hoch, dass wir mit unserem zusätzlichen Böckchen drunter kommen können. So, dazu nehmt ihr einen weiteren Bock und sucht unter dem Fahrzeug einen Bereich, wo wir es nochmal abstützen können. Das sollte kein Bereich sein, der zu wabbelig ist, sondern der muss fest sein. Deshalb können wir auch hier von hinten drunter gehen und uns mal drunter schauen, was wir hier so alles im Angebot haben. Und ist alles verkleidet unter dem Ding hier. Und hier würde ich hingehen und wir nehmen eine etwas höhere Einstellung. Wir gehen hier hinten runter und nehmen hier so, wo der Auspuff langläuft, gibt es eine Mittelstrebe. Und an diese, und hier werden wir das jetzt draufstellen. Achtet darauf, dass dort eine stabile Unterlage ist. Wenn wir diese gefunden haben, lassen wir das Fahrzeug ein Stückchen ab, bis wir Kontakt haben zu unserem Böckchen. So. Und wenn wir Kontakt haben, reicht das, dass beide Teile dann, ja, jetzt ist fest, ne? Wir bewegen uns, es bewegt sich nicht. Und hier wackeln wir auch noch mal dran. Dadurch haben wir jetzt diesen Bereich zweimal abgesichert. Und selbst wenn er hier aufhören würde, runtergehen würde, weil er kaputt ist, weil er abbricht etc., würde uns das Böckchen noch mindestens Zeit bringen, uns zu verdünnisieren. Wer kein Böckchen hat, kann jetzt auch hingehen und zur Sicherheit einfach eine weitere Felge hier links daneben stellen, damit im schlimmsten Fall diese Felge dann angeballert wird, aber nicht euer Körper. Damit ist das Fahrzeug hochgebockt und wir können unter dem Fahrzeug im hinteren Bereich sehr gut tätig werden. Um das Fahrzeug wieder runter zu bekommen, müssen wir erstmal hochpumpen. Das heißt, wir gehen 1, 2, 3 Züge und heben unser Fahrzeug noch mal etwas weiter nach oben, um jetzt hinten unser Böckchen herauszuholen.
Denn die Sicherung dürfen wir nicht vergessen, wenn wir das Fahrzeug runterholen. Denn ansonsten wird die Sicherung ja funktionieren und es steht dann nur noch auf unserem Böckchen. Das Böckchen ist aber eher nur ein Backup gewesen. So, jetzt können wir hier die Luft, sprich das Ventil, lösen und das Fahrzeug langsam zurückbringen zum Boden. Sehr schön. Wenn ihr euch wundert, dass es noch nicht ganz einfedert, das ist normal. Dafür muss das Fahrzeug ein kleines Stück fahren. Damit ist unser Fahrzeug wieder zurück auf den Boden. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun, sun.